So, da sind wir mal wieder. Ganz vorab, bevor das Video anfängt, muss ich noch kurz was erwähnen, nämlich ich bin halt so ein Idiot, der sich dachte, mache ich mal eine Session mit zwei Parts. Und dieser Idiot dachte sich, ich check nicht, ob mein Mikrofon wirklich funktioniert für OBS. Und es ist mir das passiert, dass mich zwei Parts lang nicht gehört hat und ich jetzt dem lieben Darkwing versprochen habe, dass ich immer vorher checke, ob denn mein Mikrofon funktioniert. Und ja, jetzt geht's einigermaßen. Hoffe ich. Wir sind jetzt beim 28. Part. Willkommen dazu. Mein leises Ich, sag ich mal, hat uns hier hingespielt. Vor diese Röhre. Wir haben ein bisschen Toadtown erkundet. Ja, dann können wir jetzt mal rein. Wo kommen wir raus? Ah, ja, wir kommen genau hier raus. Wo ich mir ja schon gedacht habe. Am Sternenhügel, der auch schon im letzten Part erwähnt wurde. Von einem NPC, meine ich. Es scheint, als wären wir am Sternenhügel angekommen. Der Kobaltstern scheint immer ruhiger zu werden. Woho? Gefahr, Alarm, Gefahr. Der Kobaltstern ist nun so verstört, dass ich sehr schnell die Kontrolle über ihn verliere. Wir müssen diesen Hügel so schnell wie möglich erklimmen. Die Quelle der Störung des Kobaltsterns muss irgendwo in unmittelbarer Nähe sein. Okay. Aber ich gehe mal davon aus, dass eben nicht mehr so viele Parts kommen werden. Tatsächlich ging das recht schnell, dass wir so schon so weit im Spiel sind, sag ich mal. Wir sind jetzt, also nach diesem Ort kommen noch zwei weitere und dann ist das Spiel vorbei. Also danach kommt noch ein Ort und nach dem Ort kommt schon der Schuhpalast quasi. Das Ende vom Spiel. Sind überhaupt nicht irgendwelche Gegner? Ja, hier ist einer. Pretty sure. Was ist für einer? Hey, was sind das denn für Dinger? Die Mogelhans. Das ist eine abgespeckte Version von Mogelhieb oder wie das. Okay. Sahando. Okay, da dürfen wir nicht draufspringen, nehme ich an. Deswegen. Gehen wir mal für den roten Panzer, den wir am letzten Part unter anderem bekommen haben. Echt ein cooles Power-Up, einfach nur weil der eben kein Limit hat und immer weitergeht. Was ich außerdem noch im letzten Part erwähnt habe, unter anderem war, dass der gute Mr. Geld, also falls ihr ein bisschen aktiv auf dem Channel seid, habt ihr gesehen. Oh, der gute Mr. Geld hat immer wieder ein paar Horizon gemacht. Also so wie ich es mitbekommen habe, meinte er zu Darkbean, dass er ab sofort wieder täglich Horizon macht. Allerdings, was passiert ist, dass die Streak wurde schon wieder gebrochen. Gestern denke ich, was kommen sollen, kam wieder nichts. Deswegen, I don't know. Ich meine, er kann immer was machen, wenn er Bock hat. Ich meine, es auf dem Eagles Valley Play, so ist nicht. Und was ich halt dann finde, ist, dann verspreche halt nicht, wenn du es eh nicht einhalten kannst. Dann sag lieber, ich mach dann, wenn ich Lust habe. Also, wenn ich es nicht gesehen habe, kam gestern nichts. Kann sein, dass ich gerade komplett Mist erzähle und ganz und doch was kam. Aber falls ich es nicht mitbekommen habe, der gute Mr. Geld hat sich eben dazu entschlossen, einen Tochterkanal von der Darkwing Launch zu machen, nämlich die Star Citizen Launch heißt es, glaube ich. Da könnt ihr gerne reinschauen, der hat angefangen Star Citizen Videos zu machen mit dem guten Niviko. Den kannt ihr bis jetzt noch aus keinem Video. Und ja, könnt ihr gerne mal reinschauen. Okay, die Dinger haben wir schon im letzten Part gesehen, die nerven mich übertrieben. Okay. Ich bin auch noch ein bisschen angespannt, sage ich mal, und deswegen bin ich eben happy, jetzt mal ein gutes Spiel spielen zu können, weil ich gerade ein bisschen LOL Rank gespielt habe. Und wie soll ich sagen, es lief mal wieder nicht gut, würde ich mal behaupten, und bin da ein bisschen angefressen, deswegen bin ich froh, hier mich meine Wut ein bisschen auslassen zu können oder ein bisschen frei zu sprechen und eine Pause zu nehmen, sage ich mal. Tatsächlich hatte ich vor dem heutigen Tag übertrieben viel Angst, weil ich eben. Mein Tag war so, ich musste so ein Referat halten, dass ich eben schon so. Das wusste ich bestimmt seit einem Monat oder so. Und ich habe halt erst am Tag vorher dann angefangen, ja, ich bin so ein kleiner Meister der Prokrastination. Das muss ich echt lernen, dass ich mal nicht alles aufschiebe, sondern mit Zeit gut einteile. Ja, da habe ich halt erst gestern angefangen und außerdem musste ich
noch einen 3-Minuten-Talk halten über mich, weil ich eben. Aber irgendwie so einen Lehrer bekommen haben und. Da wollte halt erstmal nicht uns alle vorstellen, bevor wir irgendwas richtig machen. Allerdings fiel mir das echt. Also, was mir aufgefallen ist, als das Player fällt, ist einem echt leicht, einfach frei zu sprechen und 3 Minuten durchzureden. Das hat sich gar nicht nach 3 Minuten angefühlt. Ich dachte eigentlich erst, dass es nur 1 Minute 30 sind oder so und dann, ja, waren schon 3 Minuten und es war schon in Ordnung. Das Referat lief eher schlechter, sagen wir es so, aber ich bin zufrieden, habe heute gegrillt, bisschen Tag genossen, das Wetter. Okay, jetzt hab ich das Timing verkackt. Aber ich check's irgendwie nicht ganz, man kann ihm keinen. Der absorbiert den Schaden oder wie? Keine Ahnung. Oh, okay. Alle halten ihn. Was hab ich noch im letzten Part erwähnt? Ja. Okay. Was ich kacke in das Spiel, wisst ihr wahrscheinlich schon. Was hab ich noch so erwähnt, was ich eben von mir nicht gehört hat? Bis auf Horizon. Echt gar nicht so viel. Aber was mir. Was ich. Ich werde glaube ich erstmal kein Let's Play machen, außer ich finde wirklich ein Spiel, was ich. Wo ich mir denke, ja, das muss ich jetzt nochmal durchspielen oder das würde ich echt gerne Let's Playen. Weil mir. Also es ist echt schon cool, wenn man sich immer so ein Teil einteilt, ein bisschen quatscht. Und das Spielwochenende so nebenbei ein bisschen spielt, aber. Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre so Long Plays zu machen, irgendwie auf Twitch oder so on Stream. Mein Twitch ist ja auch verlinkt, unter anderem in der Infobox, da könnt ihr gerne vorbeischauen, so wie Dark Beans. Oder auch so ein bisschen mehr Longplays zu machen, oder viel eher Lust. Und ich. Weil ich auch so ein paar Sessions gemacht habe, das auch kann ich einfach an einem Tag was machen und hab dann für die ganze Woche was, sag ich mal. Und kann ein bisschen relaxen. Muss mich nicht so stressen wegen dem Part. Tatsächlich ist der gute Dark wieder echt sehr zuverlässig, was sowas wie Upload und sowas angeht. Zum Beispiel als wir noch von Schwarz gemacht haben, Dark Beans dann, da gab es so eine Zeit, da musste ich eben alleine was machen, weil Dark Bean im Urlaub. Das war kurz vor der Siegestraße war das. Da war eben der gute Dark Bean im Urlaub, war auch nicht weiter schlimm, habe ich halt ein bisschen was alleine gemacht. Und der halt dafür zuständig war, dass meine Videos hochgeladen werden, war ein guter Mr. Geld. Und ich habe natürlich gar nicht die Anmeldedaten zum Account. Hab die Part einfach nur auf Mega gelassen. Hat's upgeloadet. Kam keine Reaktion von ihm und. Das ist schade. Tatsächlich hat das Dark Bean tatsächlich übers Handy gemacht, weil die uploaden musste. Wenn er im Urlaub war. Das ist schon. Aber es hat ja auch andere Gründe, dass er es nicht gemacht hat. Einfach nur weil er gerade. Ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber. Der auf jeden Fall eine Zeit lang nicht zu Hause und konnte das gerade nicht machen. Ist ja auch all gut. Und Hauptsache wollte damals noch, dass er halt. Er wollte unbedingt mit Horizon anfangen, das weiß ich noch. Und dann meinte er immer so, ja, nee, ihr müsst jetzt das Play schneller beenden, nicht unbedingt Horizon spielen. Aber ja, wir sind sogar echt nochmal durchgekommen im Spiel. Das fühlt sich ja echt irgendwie gut an, so ein Display zu finishen, sag ich mal. Dieses Gefühl. Wait, wieso bombt er mich? Okay. Wie komme ich hier durch? Ah, ich weiß nicht, was ich weiß. So hier. Oder? Richtig. Gleiten hier so ein bisschen. Okay, können wir da irgendwas aufdrehen? Ja, hier. Einfach nur das. Also, wohin kommen wir hier hin? Okay, da kommen wir wieder raus, okay. Kurzes Limit-Testing mit den Brees. Ah, okay, hier kommen wir raus. Zu wissen. Wir machen die mal wieder klein und drehen gleich an dem Rad. Und mal die Leute, die am T-Posen sind, im Helpchen. Okay, was kann ich alles machen? Hier ist nichts. Hier ist. Okay, hier können wir raus. Wo bringt uns das? Okay, ich gehe hin. Aber mich interessiert was noch, was da überall liegt, deswegen konnten wir das noch schnell. Ach, können wir nicht. Oh, wir sind ja gar nicht mehr Platz, euch Idiot.
Okay, wir müssen wieder platt machen, ganz kurz. Was ist von mir noch so zu erzählen, was ich den letzten Tag gemacht habe? Aber es... Tatsächlich, eine Sache muss ich noch erwähnen, die ich von vergessen zu erwähnen. Nämlich, ich und... Also wir haben uns angefangen wieder ein bisschen Hilfe mitzugucken, sag ich mal. Also das heißt wieder, wir haben gucken uns halt ein paar Mal, weil es echt irgendwie lustig ist zuzugucken. Und wir gucken wir gerne halt immer so irgendwann darauf versuchen zu verfolgen aus dem Abend, um den Abend ausgehen zu lassen. Da gab es so eine Folge halt. Da ging es um so einen Typen, der hat da irgendwo auf der Straße gelebt oder so. Und, ich kann mir Damage machen. Das war halt so ein Typ, der war nicht ganz so reich und hat auf der Straße gelebt. Aber der wollte unbedingt seine Freundin beeindrucken und deswegen quasi, also, der hatte so einen Job, wo der halt bei so einer reichen Familie, sag ich mal, Garten, den Garten machen musste und so. Und was er halt eben gemacht hat, ist quasi dazu erzählen, dass er da quasi leben würde, was ich schon mit Schwachsinn ist und durchschaubar. Und es ist einfach seine Eltern, die sie erleben. Und da gab es so eine Stelle, da saßen wir jetzt am Küchentisch und er hat ihre Eltern kennengelernt, sag ich mal. Und da hat er halt über irgendeine Spendenorganisation geredet. Ich weiß nicht mehr genau, was der Kontext davon war. Und dann hat er anstatt Organisation gesagt. Und das sagen wir mittlerweile so ein bisschen als Meme auf den Lachgelasch. Und was mir dann halt während dem Referat passiert, dass ich versehentlich Organisation gesagt habe, weil das halt echt in meinem Kopf drin war, so ein bisschen. Ist ein bisschen schade im Nachhinein. Okay. Ich hoffe, wenn ihr mal dazu. Ist da sonst noch ein Weg vorbeizugehen? Das interessiert mich jetzt. Nein, jetzt kommen wir da irgendwie vorbei. Tatsächlich nein. Nur nach oben, wie ich das sehe. Kämpf mal gegen den hier. Komm, bomb mich weg. Nee. Okay, ich dachte. Wofür steht die 1 da? Oh no. Die brauchen Platz scheinbar nach dem Wiese. Okay. Und sie mit einem Verhalter kommen wir zu Deutschland. Wenn ich eine Bombe fresse, bin ich quasi tot. Also das ist ein schade von dem Spiel, dass es keine Blütenpunkte gibt, sondern einfach nur die Items sammeln muss, sag ich mal. Geh mal für dich. Wait, können wir die mit anspringen? Bitte sag mir nicht, ich hab jetzt geintet. Ja gut. Ich hoffe, der noch Baby Luigi kommt. Oh man, damit habe ich gerechnet. Das hat mich auch ein bisschen aus dem Rhythmus gebracht. Also ich kopiere Blumen, echt nice zum Spiel. Also den Kampf schnell beenden und mich dann heilen. Wow, das war echt nice. Ich muss halt diesen Wechsel hinbekommen, dann geht das eigentlich voll. Ich stelle mir doch die Kopierblume im Endboss übertrieben gut vor, um viel DPS rauszuhauen. Allerdings kommen wir nicht weiter, oder? Wobei doch, da kommen wir drüber weiter. Ich glaube, wir heilen uns mal schnell. Ich habe ein paar Pilze gekauft, damit es recht einfach geht mit dem Heilen. Was ich eben auch noch für ein Projekt habe, denke ich mal, was ich erledigen muss, ist... Ich muss jemanden interviewen, der einen musikbezogenen Beruf hat. Das ist halt gerade so das Musikprojekt. Und das Gute ist eben, dass ich jemanden recht gut kenne, der DJ ist, sag ich mal. Und den habe ich auch mal gefragt und das ist natürlich zugesagt. Das ist echt nice. Wann können wir da weitergehen? Sollten wir da weitergehen? Weil, da können wir jetzt nicht, was hier alles ist. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt, actually. Deswegen weiß ich nicht, ob wir das schaffen in der kurzen Zeit, die wir noch haben. Aber Tautown wäre echt eine coole Stadt und also letzte Welt, sag ich mal, diese Sternengipfel ist auch cool, ist auch nice.
Okay, hier ist der Safe Point. Ich guess, wir überziehen einfach ein bisschen und probieren so schnell wie möglich zu machen. Aber ich sehe schon hart nach dem Bosskampf aus, wie viel wir gerade bekommen. Ja, wir attempten den Bosskampf, wenn wir ihn schaffen, dann haben wir ihn halt geschafft. Wenn wir ihn nicht schaffen, dann machen wir den nächsten Part zu Ende. Und resetten halt in dem Punkt. Und wie lange jetzt auch nochmal eine gute 15 Minuten, oder? Ja. Was ist das denn für ein Typ? Was hat er für eine Flagge? Wieso habe ich gerade Zweite Weltkrieg-Gedanken, kommen wir jetzt ein bisschen hoch. Oh, wait. Was ist denn ein Bosskampf? Was? Marschiert, meine Kameraden. Okay, super um. Gehen wir mal für eine Kopierblume, mal gucken, ob wir überhaupt was machen können hier. Weiß ich nicht, was unsere richtige Keuche wäre. Ja, hier für einen Blumenmix zu gehen, das wäre eine Option. Und ich habe das noch nicht geprägt, deswegen lasse ich erstmal. Oh, das war close. 28 haben wir schon gemacht. Gehen wir für einen Blumenmix. Wie geht das denn? Rück mehrmals den Knopf. Okay, das hört sich cool an. Ich kenne die Attacke sogar noch. Das Realisieren dauert immer noch so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist echt gut hier, oder? Weil. Spielen wir jetzt wirf den Bob-Omb, Alter. Oder eher den Shroop-Omb. Oh, fuck! Ah. Können wir die unteren fokussen? Wait, ich gehe für den roten, roten Panzer für die unteren zu fokussen, oder? Ich glaube, das ist auch das Ziel, dass wir erstmal die unteren fokussen. Die Bomben können wir eh nicht richtig umbringen, weil die einfach nachgeladen wird. Wait, das ist schon so viel für Kacke. Ah, ich geh mal für noch einen Panzer. Weil das ist echt das Ziel, einfach die Mini, die Unterstützschubs erstmal umzubringen. Hoffe ich hier was machen. Wie viel tanken die denn? Ja, okay, einer ist scheinbar schon tot. Aber close. Aber ja, der eine ist tot und die anderen beiden sind, glaube ich, sehe. Und wie oft noch? Danke. Okay. Dann wird es mal Zeit, dieses Finishen. Gehen wir mal für einen roten Panzer. Noch müssen wir uns vielleicht nicht heilen. Also auch nicht mehr zu viel Leben haben, okay, das schon tot ist. Sollte auch nicht laut sein, oder? Okay, da habe ich zwei Minuten verkackt. Ja, okay, der ist einfach so. Wait, okay. Also können wir die Bombe ja nicht counterplayen, oder wie ich darf zu stehen? Oder müssen wir die Bombe irgendwie explodieren lassen? Moment. Ich glaube, das Ziel ist hier eher, dass wir die Bombe kaputt machen. Weil ich auch nicht ganz verstehe, was es weiterbringt. Wait, nein. Ich bin retarded. Okay, was geht jetzt? Ich will mal eine Kopierblume auf die Bombe, um für die Bombe so schnell wie möglich zu machen und die Bombe darf nicht explodieren. Weil ich irgendwie diese. Weil Unterstützungsschubs können wir auch nicht so richtig machen. War das eigentlich schon richtig mit der Bombe oder ich bin verwirrt ein bisschen gerade beim Bosskampf. Oh fuck, verkackt. Wie viel Lebensschwert ist? Okay, 33. Was ist denn noch gut für sowas? Ne, Trampolin nicht ganz so gut, nehme ich an. Gehen wir nochmal für eine Papierblume, nehme ich an.
Ah, fuck, verhackt. Ich hab schon gemerkt, dass es nicht dass Baby Luigi ist und nicht Luigi. Mal gucken, ich bin der Kopierblume. Was wäre noch eine Option? Eigentlich eine Kopierblume, oder? Oder können wir mit einem anderen Power-Up mehr damit machen? Hier kommt immer ein Damage auf, wenn wir kritten. Nein, ich habe Y gedrückt und X. Nein, es ist viel zu früh, dass wir das verkackt haben. Egal, gucken wir noch von der Kopie mal. Ich muss mich fokussen, actually. Ach, ich hab wieder X gedrückt. Nein. Greif mal ein bisschen aus dem Rhythmus, aber. Hat über die Bombe keine Damage bekommen. Vielleicht müssen wir tatsächlich auf die Mini-Fuck, auf die Menge gehen. Sagen wir für so. Irgendwas für alle Fokus von denen. Ja, Blumenmixer einfach. Wait, so früh schon. Okay, das ist ein Gigabad. Holy fuck. Nice. Noch eine Kopierblume. Wahrscheinlich kannst du hier bei den Bossen weiterkommen. Ich glaube, wir müssen echt auf die Mini gehen. Und auch nicht so viele Kopierblumen zu wasten. Ich weiß nicht, ob die Bombe actually irgendwann mal sterben würde oder so. Ja, okay, wir müssen auf die. Dann müssen wir auf die Schubs gehen. Irgendwie verführen den roten Panzer. Bis so lange wie möglich anzuhalten. Oh nein! Hab ich das wirklich gemacht? Hab ich wirklich. Ah, nee. Also, ich will den roten Panzer auf den hier machen. Das war nicht gut. Das ist ein bisschen zu schnell, aber wir haben zwei Lore gemacht quasi. Das ist nicht nur einfach unbedingt, das sollte reichen. Der andere kann den Pyjama nicht halten alleine. Ich bin verwirrt. Okay, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn wir den Boss nochmal weitermachen, sag ich mal. Wir heilen uns hier noch einmal mit einem Ultrazau. Dann gucken wir uns weit an, wie es weitergeht. Oh, den Angriff machen wir doch schnell. Ich verzweifle gerade echt ein bisschen daran. Mal gucken, wie es weitergehen wird. Warte, ich habe echt eine Idee. Ich finde es noch nicht. Ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir nur den bei den hinteren machen? Dann wird auch die Bombe nach vorne fallen oder nach hinten fallen. Das Platz für mich jetzt noch kurz, wenn das nicht ist, dann beende ich den Part. Okay, das hat keiner gesehen, dass ich schon so viel verkackt habe. Zweiter dafür. Ah. Okay, ne, jetzt lasse ich erstmal droppen. Und gehen dann auf den Hintern. Und dodgen. Okay, den wollte ich eigentlich dodgen, aber. Und jetzt fokussen wir den Hinteren. Was passiert? Das ist, glaube ich, die Taktik dahinter, das ist mir aufgefallen. Also machen wir jetzt einfach nur selber Damage. Ich hätte es auch nicht gecheckt. Machen wir 100 Mal. Okay. Ja, jetzt läuft die da an die Bombe. Ja, es war richtig. Gut, dann haben wir das hinbekommen. Dann finishen wir den Boss mal im nächsten Part. Gut, dass ich erstmal drauf gekommen bin. Wir sehen uns, euer Johnny.